Übermorgen geht mit dem Finale Argentinien gegen Frankreich die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar zu Ende. Da ist es Zeit für Gute Nacht Österreich Bilanz zu ziehen, sowohl sportlich als auch politisch. Und dafür konnten wir einen Mann gewinnen, der nicht nur weiß, wo es bei dieser WM krankelt, sondern der auch der ewige Goleador ist. Schönen guten Abend, Hans Krankl. Ja, na, ob der oben schön wird, das werden wir noch sehen. Ich habe gespielt bei Barcelona, bei Rapid und auf der Playstation. Ja. Und jetzt sitze ich da bei Ihnen, Herr Klein. Mit Verlaub, mein Name ist Klient. Ja, meiner. Gut, Herr Krankl, Sie sind als ehrlicher Mensch bekannt. Also Hand aufs Herz, haben Sie die Weltmeisterschaft intensiv vor dem Bildschirm mitverfolgt oder doch eher boykottiert? Na, was heißt Herr Klein, ich habe vor dem ersten Eröffnungsspiel aller Spieler, habe ich schon betont und ich habe es auch verbal gesagt, wenn man wo Fußball spielen will, wo es nur Sand gibt, dann maximal am Strand von Cesolo. Da spielt die Bodewaschl regelmäßig in ein Schleudertrauma. Wissen Sie, was ich meine? Die spielen auf einen 2 Quadratmeter Handtuchel schwindelig. Die rehen mehr wie der Ronaldo und dann nehmen wir gemeinsam, wenn ich dort fertig bin. Dort spielt man am Sand. Aber da nicht in Katar, nicht besser. Weil wenn man dran denkt, wie diese Weltmeisterschaft zustande gekommen ist, da wird wirklich jedes Match zum Umschaltspiel. Ne? Aber ganz ehrlich, nach einer Viertelstunde bei der Barbara Karlich schon, da gefreist die direkt auf Südkorea gegen Ghana. Weil was die dort bei der Karlich oft diskutieren, das glaubt er ja in Südkorea Ghana. Nicht? Mich wundert ja eh, dass da Amnesty International nicht einmal eingreift. Das gibt's ja nicht. Gut, nicht? Viele Nationen haben ja auch versucht, die Weltmeisterschaft für ihre Proteste im eigenen Land zu nutzen. Ja. So, zum Beispiel die Mannschaft des Iran vor ihrem ersten Gruppenspiel die Hymne nicht mitgesungen. Naja, das war einerseits eine tolle und natürlich sehr mutige Geste von den Iranern, aber andererseits haben sie schon mal probiert, die iranische Hymne zum Singen, Herr Klein. Ich meine, ich verstehe da kein einziges Wort, um ehrlich zu sein. Und das und das und das, obwohl ich viele Hymnen gesungen habe. Ja, vor allem Lobeshymnen auf mich, aber natürlich auch auf meine Person und mir zuliebe, ist eh klar. Nicht? Und ich sage, egal ob Iran, Irak oder ihr Land, wurscht, eine Hymne hat gesungen zum Wehren. Oder es müssen zumindest die Lippen haben, bewegt zum Wehren. Nicht? Wenn man textlich unsicher ist, kann man sein, ja, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 78, Stichwort Cordoba, glaube ich, ist ein Begriff. Na, da ist der Schneckerl schon nach Land der Berge, Land vom Strome, da ist er ausgestiegen und hat dann halt gesungen, Jingle Bells oder was. Ne? Der Tormann, der Konziliafrill, der hat gesungen am Brunnen vor dem Tore. Da habe ich umgeschaut, denke mir, was ist? Das war ein Wahnsinn nochmal. Land am Strome heißt es auch. Dort, ja, wie ja, auch immer. Oder auch gesungen, ja. Das Stichwort Cordoba ist gefallen, er führt uns direkt nach Deutschland. Was sagen denn Sie zum erneut frühen Ausscheiden unseres großen Bruders bei einer WM? Ich sage es, wie es ist und war. Nach dem Schlusspfiff bin ich gestoppte 8,75 Stunden auf meinem Barcelona-Teppich vor meinem Fernseher gelegen und habe gelacht, Tränen. Inklusive 12 Minuten Nachlachzeit. Nicht? Ich habe ein Hallenbad voll gerade verlochen, aber gut. Ja, warum sind die Deutschen geschieden aus? Das ist einfach zu beantworten. Die haben die Hosen voll gehabt, bis auf zum Gürtel. Da war nichts, da war kein Teamgeist. Das war das Einzige, was die gemeinsam zusammengebracht haben, das war beim Mannschaftsfoto die Hand vor den Mund zu halten. Und dann haben sie gespielt, wie wenn sie sich die Augen zugehalten hätten. Die One-Love-Binden hätten sie nicht verdient gehabt, sondern eine gelbe Schleife mit 3 schwarzen Punkten, so wie die gespielt haben. Ne? Zum Glück ist die nächste Euro in Deutschland. Da müssen sie nicht heimfahren, weil da sind sie dann eh schon dort. Ne? Das Sensationsteam dieser WM ist aber wohl Marokko, die haben immerhin Beispiel Portugal oder davor Spanien aus dem Turnier geworfen. Ja, das, Herrn, ich habe in meiner Prognose, in der Analyse meiner Prognose, habe ich ganz klar gesagt, Marokko musst du auf der Rechnung haben. Portugal, Spanien, die haben sich in die Irre führen lassen. Die haben geglaubt, nur weil die Hauptstadt von Marokko Rabat heißt, kriegen sie einen Nachlass. Aber das haben sie bitter bezahlt. Und zwar in Bar, also in Marrakesch. Argentinien gegen Frankreich lautet jetzt das Traumfinale. Wer wird Weltmeister? Naja, das Argentinien kann Weltmeister werden, wenn sie als Mannschaft aufgeräumt auftreten. Aber das wird nicht einfach, weil wie soll das gehen, wenn man einen Messi in der Mannschaft hat? Nicht? Also mein Tipp ist klar, 1:1 für Argentinien, außer Frankreich, schießt kein Tor und gewinnt. Dann gibt es noch ein Elferschießen, eine Verlängerung, wo alles möglich sein kann. Natürlich auch ein Remis. Soweit also die exklusive WM-Analyse für Gute Nacht Österreich. Vielen Dank an Hans Krankl, ja. Oder besser gesagt an Alex Christan.